bin ich hier, sondern eine von euch startet auch beim Hannover-Marathon, der uns natürlich auch als Continental bewegt, nicht nur als Sponsor. Natürlich schauen wir auch immer sehr aufmerksam, ob es denn interessante Neuigkeiten zu berichten gibt. Jetzt weiß ich vom letzten Jahr noch, da hattet ihr eure Aufteilung so, eine läuft und eine fährt mit dem Fahrrad nebendran. Ist für mich irgendwie als Laie eine sehr schräge Konstellation, aber könnt ihr da nochmal erklären, wie seid ihr darauf gekommen und ist das eben dieser Zwillingsbonus, dass ihr auch an der Stelle wirklich beide zusammen eigentlich unterwegs seid? Ja, wir merken, wenn wir zusammen unterwegs sind, dass das einem so viel Energie bringt und so viel Motivation. Und Anna läuft am 12. April in Wien ihren Marathon und dann ich laufe eine Woche später am 19. April in Hannover. Und dann hat Anna Zeit und Muße, mich voll zu unterstützen. Also ich gebe dann Laufen Vollgas und Anna wird am Rad dabei sein, mir alle 5 Kilometer die Wasserflasche reichen. Und ja, es ist eine tolle Unterstützung, weil man merkt, ja, die Zwillingsschwester ist ganz in der Nähe und man kann sich Blicke zuwerfen und ja, gemeinsam den Marathon, gemeinsam laufen, ja doch irgendwie schon. Also ich habe den Eindruck, dieser Zwillingsbonus, der ist was Größeres, den man ja nicht nachmachen kann. Insofern auch eine Alleinstellung von eurer Sicht gegenüber dem Wettbewerb. Jetzt als Laie frage ich mich natürlich auch, Wettbewerbe gibt es ganz viele weltweit. Wie wählt ihr eure Wettkämpfe aus? Also wie viele läuft man denn eigentlich pro Jahr und wonach wählt man das aus? Weil als Reifenexperte wissen wir, das Wetter macht einen großen Unterschied. Temperatur am besten gar nicht so hoch, sondern eher niedrig. Und wenn es dann geht, auch gar nicht unbedingt Nässe. Wonach wählt ihr euren Wettkampfkalender denn aus? Ja, wir laufen 2 Marathons im Jahr, einen im Frühjahr, einen im Herbst. Und ganz wichtig ist das Gefühl, dass man sich wohlfühlt in der Stadt, an dem Ort, mit den Leuten. Weil wenn man sich wohlfühlt, dann, oder wenn wir uns wohlfühlen, können wir die beste Leistung bringen. Und deshalb habe ich auch wieder Hannover gewählt. Und dann werfe ich natürlich auch einen Blick auf die Strecke. Und Hannover ist topfeben, mega flach und dadurch sehr schnell. Und das verspricht schnelle Zeit. Jetzt gibt es in Bezug zu den Schuhen ein Phänomen, was, glaube ich, vielen nicht klar ist. Ihr seid jetzt nicht Testimonials und habt einen Vertrag mit Continental, sondern ihr habt diese Schuhe für euch quasi als die optimale Lösung gefunden, was natürlich für uns eine sehr, sehr wertvolle Geschichte ist und dafür sind wir sehr dankbar, aber uns interessiert natürlich auch, wie seid ihr da hingekommen? Also ihr habt ja alle Möglichkeiten, die Schuhe, die einfach am besten funktionieren, auszuprobieren. Ich hatte es vorhin erwähnt, es gibt jedes Jahr sehr, sehr viele neue Modelle. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ist es das eine Paar und das gibt man nicht wieder her, weil das halt sich am besten anfühlt und funktioniert? Oder habt ihr eine ganze Reihe von Schuhen, mit denen ihr ganz unterschiedliche Dinge macht? Ja, wir haben viele Schuhe, die wir immer gleichzeitig laufen und beide aber dasselbe Paar, das wir als Wettkampfschuhe laufen, den Adidas Adios Boost mit Condisole. Wenn man den einfach in den Schuh reinschlüpft, also da fühlt man sich einfach schon schnell, obwohl man noch gar nicht losläuft. man hat direkten Kontakt zum Boden und vor allem der große Vorteil ist, dann egal, auch wenn es leicht schmierig ist, also wenn es geregnet hat, man die ganze Zeit gefühlt, ich komme vorwärts. Und die Schuhe ziehe ich auch nie zu einem lockeren Lauf oder so an, weil ich weiß, wenn ich die anhabe, kann ich nicht langsam laufen. Die Garantie zum Schnelllaufen, Konstantin, das ist ja fast schon eine Liebeserklärung an dich. vielen Dank für den Moment. Ihr arbeitet.